Hallihallo, Freunde! Ich prügel mich hier gerade mit Frosthauer, wie ihr seht. Und noch so ein Nervewolf zusätzlich. Ach ja. Ich wollte eigentlich nur die Quest annehmen. Ich töte den jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, Freunde, ich habe mit Kira... Nein, mit Ray habe ich das alles schon aufgenommen. Uah, ich krepiere gerade. Moment kurz. So. Mit Ray habe ich das alles hier schon aufgenommen. Das Problem war, ich habe nicht gemerkt, dass der Speicher von meiner Platte voll war. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Folgen, ich glaube so eine Stunde in etwa, mit Kira nochmal nachstellen, nachspielen, passt wohl eher. Ja, ich bin mit ihr jetzt genauso weit, wie ich mit Ray in der letzten Folge aufgehört habe. Und wir sammeln jetzt hier mal gemütlich die Pflanzen. Bevor wir dann uns dran machen, Olin Umberfell zu befreien. Oder zu retten. Wie auch immer. So, schauen wir mal. Heute müssen wir uns sogar hier ein bisschen durchprügeln. Ich hatte keine Wartezeit, also die Server sind relativ leer, habe ich das Gefühl. Im Vergleich zu gestern, versteht sich. Weil gestern hatte ich ja wirklich eine immense Wartezeit. Und heute ging es ohne Probleme. So, 12 von 30. Ja, was ist denn da los, Freunde? Mir soll es recht sein, dann kann ich in Ruhe Blumen pflücken. Ich habe heute den ganzen Tag hochgeladen, damit meine Platte wieder ein bisschen leerer wird. Hat gut funktioniert, jetzt ist sie nur noch halb voll. Ja, weil gerade die World of Warcraft Let's Plays brauchen wirklich jede Menge Speicherplatz. So. Müssen wir doch dringend mal Zeit für einen Restart. Mein Rechner pfeift schon aus dem letzten Loch, kann man sagen. das werde ich wohl machen, sobald wir hier wieder einigermaßen auf Kurs sind. Sprich, ja, damit ich, also sobald wir wieder so weit sind, wie die Folgen dann mit Ray weitergehen. Die prügeln sich, die kleinen Hundis. Sehr süß. So, beginne Kampf. Wir verkrübeln uns einfach nach oben. Und machen uns auf den Weg zu Olin. Wo auch immer der gefangen gehalten wird. Nach Norden noch ein Stück. An den Spinnen vorbei. Ich sehe da was auf der Karte. Ist er das schon? Ach, der ist in der Höhle. Genau, jetzt. Kommen wir der Sache näher. Und da hängt er auch schon rum. Komm da runter, Olin. So, alles bereit zur Abgabe. Oha, das sind viele Freunde. Ich muss weg. Das wird sonst nichts, fürchte ich. Olin, warte auf mich. Ich hab dich befreit, Kumpel. Warte. Ja, er wartet. Er verschwindet. Tut's auch. Und jetzt aber schnell, bevor mein Schild abkackt. So, jetzt sieht es gleich anders aus. Stumpfe Kralle. Aha. Gruselige Viecher sind das, Freunde. Hier sitzt eine kleine Mini-Fliege auf dem Schreibtisch. Die verfolgt mich schon den ganzen Tag. Tagsüber, als die Uploads gelaufen sind, war sie drüben im Schlafzimmer. Dann am Abend war sie beim Essen mit in der Küche. Oh, Verbindung zum Server ist down. So.
Ja, auf jeden Fall, beim Abendessen war sie in der Küche. Und jetzt sitzt sie hier auf dem Tisch und guckt Richtung Bildschirm, als würde sie mir zuschauen. Voll lustig. Wahrscheinlich ist sie einfach nur halb tot und hofft, hier irgendwas zu futtern zu finden oder so. So, wir sind wieder online. Kleiner Disconnect. So viel zur Server-Stabilität. Ich stotter gerade irgendwie. So viel zur Server-Instabilität oder Stabilität, wie auch immer. So, Freunde. Arbeitstrupp steht bereit. Hey, Gaslow. Erste Sahne. Der ist cool, der Kleine. Blut und ja, Donner. Wir bekommen Olin Umberfell. Ein Schutzkrieger. Oh, sogar episch. Cool. Für die Horde. Okay. Also, Gronlinge im Überfluss. Der Gegner stellt eine Bedrohung dar. Ja. Also, wir ziehen Olin rein. Er hat genau das, was unser Gegner nicht mag. Und zwar ein unterbrechbarer Gegner, dessen Aggression ihr unter Kontrolle halten solltet. Das kann Olin. Chance von 100%. Wir starten. So, die Mission ist im Gange. Kraft und Ehre. Fuß fassen in einem wilden Land. Okay, wir haben einen Erfolgsfortschritt bekommen und jetzt quatschen wir mal mit Drektar. Sagt mir, was seht ihr? Reitet auf dem Frostwolf-Rühlack nach Wargol. Lauft mit dem Rudel. Alles klar, mein Lieber. Drektar ist verdammt cool, Freunde. Thrall und er fliegen auch mit. Mhm, cool. Ein Rühlack ist das also. Für mich war das irgendwie eine Chimäre. Aber es stimmt schon, es hat wenig von einem Löwen und einer Ziege. Wobei, kleine Hörnchen hat er sogar. Coole Teile. Wenn sie auch ein bisschen abgefuckt aussehen, wenn ich das mal so sagen darf. Hat trotzdem was. Was ist was. Das? Ich sehe eine Festung aus Stein. Die Speerspießerfestung. Einst ein ferner Außenposten des Ogre-Imperiums. Wenn wir eine Überlebenschance haben wollen, müssen wir die Ogre aus ihrer Festung vertreiben. Das ist aber nicht nett. So. Wie kann das? Weißohr, du lebst! Führe Weißohr. Uns zu Durotan, alter Freund. Hallo, Weißohr. Der ist süß, Freunde. Ich will auch so einen coolen Wolf. Willkommen, Freunde der Frostwölfe. Bitte Drake ins Kriegshorn zu blasen. Lasst nie einen Wolf zurück. Was haben wir Dieses hier noch? Dieses Land braucht euch. Geht zum Schamanenstein in Wargirl, um einen Ihr Segen zu erhalten. Unserem Clan Ehre. Okay, Freunde, wird erledigt. Wo ist denn das? Da hinten ist das Kriegshorn, ich seh's. Garnar hat den Appell nicht abgewartet. Er ist zu heißblütig. Oh je. Geht, er ringt uns einen großen Sieg. Okay. Sagt meinem Gefährten, ich werde das Dorf bis zu seiner Rückkehr verteidigen. Alles klar. So, hier ist Kommt, der Schamanenstein. Freunde, wenn ihr Seite an Seite mit unserem Clan kämpfen wollt, bieten wir euch gern unseren Segen. Hört den. Öffnet euch dem Schamanenstein. Empfangt die Weisheit des Landes und derer, die vor uns kamen.
Ich kann es spüren. Dieses Land spricht zu mir. Aber in einer Sprache, die mir noch fremd ist. Schamanen sind so cool, Freunde. Diese verdammten Hexenmeister haben mich schwer verwundet. Die Geister schweigen. Die Geister werden euch nie verlassen, Drektar. Das verspreche ich. So, Geist des Wolfes, Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes um 30% erhöht. Da ist schon wieder eine zweite Mini-Fliegi. Was macht ihr denn alle hier? Könnt ihr nicht woanders rumfliegen? Ich glaube, ich mache jetzt einmal im Flur das Licht an. Damit die hier mal verschwinden. Vor allem die eine sitzt nur da. Krieger, heute wendet sich das Blatt. Wir reißen die Festung an uns und befreien die Sklaven in Kämpft mit vereintem Willen. Entreißt euer Arm wird den Krieger neben euch schützen und sein Zorn wird euer Schild sein. Cool. Wir werden siegen. Gemeinsam. Ja, Freunde, entreißt den Großmaulturm den Ogern der Speerspießer. Bleibt stark. Durotan, euer Bruder ist bereits ausgerückt. Janar ist ein großartiger Kämpfer, wartet auf aber mich. Sehr ungeduldig. Und er hat okay. einige unserer besten Krieger mitgenommen. Nie hört er zu. Seine Rücksichtslosigkeit wird uns noch teuer zu stehen kommen. Oh je. Janar ist ohne uns gegangen, Freunde. So ein Mist. Ihr wisst schon, Janar ist der, den wir da aus den Kloaken befreit haben, Drektars Bruder. Oder, nee, Moment, Durotans Bruder. Ja, irgendwie sind sie ja alle verwandt. Aber das ist eine üble Sache, wenn der ohne uns geht, Freunde. Da endlich der Wolf. Das passt so schön zu den anderen. Gana. Muss mal überlegen. War das jetzt... Nee, das ist Durotans Bruder, auf jeden Fall. Dort, der Gurmaulturm. Von hier. Von hier aus versetzen wir ihnen den Todesstoß. Macht keine Gefangenen, Lokta Oga. Familie bedeutet Stärke. So, schnell anlegen. Nicht schlecht, 522. Frostwolf-Banner platziert 0 von 8. Wo platzieren wir die denn? Okay, die anderen reiten davor. Ach, hier in den Ogern scheinbar. Okay. So, schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Sind schon vier. Dabei habe ich doch erst zwei Oger erwischt. So. Ach, Tini hat es auch gleich platziert. Okay, verstehe. Das war's. Die Frage ist, wo abgeben? Okay, in der Festung abgeben. Da ist Trull. Bleib zurück. Warum? Okay. Da sind Frostwölfe. Wow, Thrall. Der Herr übertreibt wieder ein bisschen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich bleibe hier und helfe den verwundeten Sklaven, die ihr befreit habt. Geht vor. Durotan wartet. Ich muss mich erst erholen.
Die Elemente scheinen mich in Draenor nicht auf dieselbe Art zu erhören wie in Azeroth. Okay. Ich nehme an, wir können ziemlich gut durchlaufen, weil hier sind überall Frostwölfe am Kämpfen. Unsere Verbündeten sind alle schon hier. Dann schauen wir mal nach Durotan, Freunde. Puh. Du auch noch? Okay. So, er will auch noch eine Abreibung. Und da ist auch schon Durotan. Oh je. Hier sieht's nicht gut aus. Ich brauche nur einen Wolf als Gefährten und einen Krieger an meiner Seite. Sammelt Fässer der Frostwölfe und bringt sie zu Golkosch in den Vorratsraum. In seiner Eile ist Garna vorgerückt, bevor dieses Gebiet gesichert wurde. Er ist wohlgemerkt ein unvergleichlicher Krieger, doch seine Taktiken sind mitunter kostspielig. Golkosch und seine Truppen erhielten den Befehl, die gegnerischen Vorräte zu vernichten. Aber die Oger haben das Öl gestohlen, das er dazu gebraucht hätte. Holt das Öl zurück und sorgt dafür, dass die Truppen ihre Mission ausführen, wenn sie dann noch leben. Sagt ihnen, sie sollen sich mit mir am Eingang zur Zitadelle treffen. Ich muss mich darum kümmern, dass meine verwundeten Brüder in Sicherheit gebracht werden. So, der wird gleich erledigt sein. Was ist mit dem passiert? Alter. Krass, man kann alles übertreiben. Das war bestimmt Garna. Da geht's rein. Hä? Ah, wir brauchen erst Frostwolföl. Hups. Wo gibt's denn das, Freunde? Da ist ein Fass. Der ist schon wieder. So, hier hinten ist so ein Ölfass. Davon brauchen wir 5. Okay. Sollte machbar sein. Da ist noch ein kleines. Da ist noch eins. Schön. Fehlen da noch
ist noch ein Fass. Da hinten sehe ich noch eins. Erste Hilfe auf 3 nur. Nicht schlecht. Jetzt lernen wir aber draußen hier drin spawnen die Uga so schnell, dass ich lieber schaue, dass ich zu Ghana, nee, zu Golkosch komme. So, der soll es gleich haben. Jetzt müssen wir nochmal an ihm hier vorbei. So. Jetzt rechts. Was ist das? Ah, da hinten ist Gorkosch. Hups. Ich dachte, der wäre in dem kleinen Raum da. Wie komme ich denn da drauf? Hm, na egal. Dann gehen wir eben da lang. So, Gorkosch, die Axt. Golkosch mit L. Alter, was hat denn der hier angestellt? Schaut mal, da oben hängt ein Ogre.